Ich darf Sie herzlich begrüßen auf diesem Flug der Flughafen München GmbH in Richtung dritte Startbahn. Bevor wir mit dem Take-off und Baubeginn starten, hier noch einige Hinweise zu Ihrer Sicherheit und Information. Bei Fragen zur Finanzierung der Reise rufen Sie bitte Ihre Flugbegleiterin, die Flughafen München GmbH, die bereits mit 2,7 Milliarden Euro verschuldet ist und in den letzten 40 Jahren nur dreimal einen Gewinn erwirtschaften konnte. Als Baukosten veranschlagen wir 1,2 Milliarden Euro, bei denen es im Laufe unseres Flugs wohl nicht bleiben wird. Wenn Sie diese Kosten nicht tragen können, wenden Sie sich doch bitte an Ihre Piloten, Horst Seehofer und Christian Rude, die für die Schulden gerade stehen müssten. Der Münchner Flughafen ist Bayerns größter Klimakiller. Für die jährlich ausgestoßenen 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent befinden sich über Ihren Sauerstoffmasken. Ziehen Sie diese über Ihren Kopf und atmen normal weiter. Helfen Sie anschließend Kindern und älteren Personen. Das Maximum an Flugbewegungen am Münchner Flughafen wurde 2008 erreicht. Seitdem ist die Zahl sogar um über 10% gesunken. Wenn Sie nun nicht verstehen, warum die Flughafen München GmbH einen gesteigerten Bedarf an Flügen feststellt, können Sie in unserem Duty-Free-Shop diverse Alkoholika erwerben. Sollten Sie Urlaub in China, Bangladesch, den Niederlanden, Dänemark oder den Malediven machen, finden Sie unter Ihrem Sitz eine Schwimmweste. Durch den Klimawandel steigt auch ständig der Meeresspiegel. Ziehen Sie die Schwimmweste einfach über Ihren Kopf, betätigen Sie die Reißleine und die Weste löst sich von selbst auf. Für die Kinder an Bord haben wir ein Malbuch vorbereitet. Hier sehen Sie einige Tierarten, die durch Zerstörung des Naturschutzgebiets Erdinger Moos ihren Lebensraum verlieren würden und die vom Klimawandel weltweit bedrohten Arten. Sollte sich Ihr Kind unwohl fühlen beim Gedenken an die Welt, die Sie ihm hinterlassen, entnehmen Sie dem Sitz Ihres Feuermanns bitte die dafür vorgesehene Papiertüte. Der Check-in ist mit dem beantragten Planfeststellungsverfahren bereits geschehen. Trotzdem können Sie noch die Notausgänge nehmen und unseren Take-off stoppen. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Cabin Crew oder besser folgende Links und Videos.